Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Drawing Like a Sir. Wie ihr wisst, mache ich das alles hier auf YouTube jetzt schon ein paar Jahre und ja, glaubt es oder glaubt es nicht, ich lese tatsächlich eure Kommentare. Über die Jahre verteilt kam nämlich immer und immer mal wieder die Frage, warum ich nicht mal was mit einem 3D-Stift male. Einige haben das als Challenge-Idee vorgeschlagen und dann dachte ich mir, wie schwierig kann das schon sein? Richtig? Ich habe mir diesen relativ günstigen Stift von Amazon gekauft. Ich wollte jetzt keinen für 100 oder 200 Euro. Der hier hat irgendwie 50 gekostet. Und dann dachte ich, hey, der hat ganz gute Bewertungen. Also warum eigentlich nicht? Eine Rolle an Filmament habe ich mir auch mit dazu gekauft. Aber online haben auch viele mit einem Lötkolben gearbeitet. Also habe ich mir den ebenfalls mit dazu bestellt, weil ich selbst sowas wie einen Lötkolben noch nie vorher gebraucht habe. Und ja, alles, was ich in diesem Video benutze, habe ich wie immer auf meiner Website verlinkt, falls euch genauere Details interessieren. Zum Video an sich sage ich euch ganz ehrlich, habt keine großen Erwartungen, ja? Wie ihr wisst, bin ich handwerklich jetzt überhaupt nicht begabt. Und das hier wird weniger ein Video zum Thema Zeichnen, so wie sonst immer, und mehr eins zum Thema Basteln. Aber na dann, beginnen wir die lange Reise in der Welt der handgezeichneten 3D-Modelle und legen los. Bei der Motivauswahl wollte ich natürlich etwas, was geil aussieht, aber trotzdem jetzt nicht ultra detailliert ist. Also kein Totenkopf oder sowas, das wäre wahrscheinlich ein furchtbar schweres erstes Motiv. Momentan spiele ich gelegentlich mit meinem kleinen Bruder auf seinem Kanal Zelda und so bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht das Heiligenschild von Link zu machen. Gesagt, getan, den Grundriss habe ich schon mal. Jetzt ist es mein Plan, genau diesen Grundriss als Schildbasis zu erstellen. Das Ganze aber direkt auf Papier zu zeichnen, ja, das war nicht meine hellste Idee. Zum Glück wurde aber eine kleine Unterlage mit dem Stift mitgeliefert, die habe ich also eine Zeit lang benutzt, dass ich kein Papier mehr kaputt mache. Die bisher gezeichnete Ebene ist noch viel zu fragil, deswegen musste ich noch eine zweite Schicht draufhauen. Falls ihr euch fragt, wie lange ich an diesem Punkt schon an dem Schild gearbeitet habe, 2 Stunden. Aber selbst nach einer zweiten Schicht ist dieses Schild immer noch viel zu löchrig. Aber weiter habe ich daran nicht gearbeitet, weil wenn ich das gemacht hätte, dann wäre dieses Video heute immer noch nicht fertig. Und wenn man ganz normal drauf schaut, dann sieht man die ganzen Löcher sowieso nicht. Also hoffe ich zumindest mal. Für den Lötkolben, den ich anfangs erwähnt habe, habe ich mir übrigens noch ein paar breitere Aufsätze geholt. Damit experimentiere ich jetzt also etwas. Ich will die Fläche nämlich so glatt wie möglich bekommen. Ihr merkt, es wird schon glatter, aber immer noch nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe eine Vermutung, warum es bei mir nicht funktioniert, das erkläre ich im Detail dann aber am Ende vom Video. Meine erste Vermutung, und zwar, dass ich den Lötkolben zu heiß eingestellt habe, kann es zumindest mal nicht sein. Wäre er kälter gewesen, wäre das Material nämlich gar nicht erst geschmolzen. An dem Punkt war ich einfach schon so frustriert, weil ich einfach kein schönes Ergebnis hinbekommen habe. Also habe ich es nochmal mit einer anderen Spitze ausprobiert. Bisher sind übrigens schon so circa 4 Stunden vergangen. Als nächstes war der Rahmen dran. Ich hatte jetzt zwar schon etwas Übung mit dem Stift, etwas knifflig war es allerdings trotzdem noch. Dieses Mal habe ich zuerst mit einem Gitter angefangen. Ich dachte, vielleicht hilft das etwas besser, aber wirklich weltbewegende Unterschiede gab es da dann doch nicht. Auch hier habe ich die Fläche wieder mit einem Lötkolben geglättet, aber ich war trotzdem einfach wieder so frustriert, dass es nicht so aussah wie erhofft. Ich habe den kompletten Rahmen nochmal neu gemacht, dieses Mal mit einer Glasunterlage und etwas sauberer als davor. Keine Ahnung, seht ihr den Unterschied? Ich meine, ich sehe den Unterschied, aber ich bin ja auch der Kerl, der den Rahmen gemacht hat. Für einen Außenstehenden sieht das wahrscheinlich beides gleich aus. Um meinen Perfektionismus etwas in den Griff zu kriegen, habe ich den Rahmen des Schildes konstant mit Sandpapier bearbeitet und mit Hitze etwas in Form gebracht. Warum sich die Dinger hier nach einer Zeit gewellt haben, war mir übrigens auch noch schleierhaft, aber nach knapp 10 Stunden war nochmal von vorne anfangen einfach keine Option mehr. Ach ja, die einzelnen kleinen Elemente im Hylia Shield waren dann nochmal eine Sache für sich. Ich dachte eigentlich, es wird einfacher, ein paar kleine Objekte zu machen, aber tatsächlich war das vielleicht sogar noch etwas schwieriger. Immerhin erfordert das immenses Fingerspitzengefühl. Ich konnte glücklicherweise alles so einigermaßen in Form bringen, aber das Triforce hat mir dann letzten Endes doch nicht gefallen. Also habe ich das einfach schnell neu gemacht, das ist ja kein Pro... Das Triforce habe ich also schnell neu gemacht, das ist ja schnell ge... Okay, wir nehmen einfach mein altes Triforce. Und ja, das bedeutet, wir sind mehr oder weniger fertig mit dem 3D-Stift.
Nachdem ich also alles nochmal mit Sandpapier und Feuerzeug in Form gebracht habe, bedeutet das, dass ich den Stift wieder behutsam und vorsichtig zurück in seine Packung legen kann. Und hier seht ihr dann die bisherige Übersicht von dem, was ich bisher gemacht habe. Ich weiß, ihr müsst nichts sagen. Das sieht weniger nach einem 3D-Schild und mehr nach einem 3D-Autounfall aus. Aber ich kann euch mit bestem Wissen und Gewissen sagen, ich hab's einfach nicht besser hinbekommen. Ich war selbst auch schon echt von dem Ergebnis bisher enttäuscht, aber ich hatte noch den Willen, das zu retten, was noch zu retten war. Dieses Mal nicht nur mit einem Feuerzeug, sondern auch mit einer Feile, die ich mir von meinem Vater ausgeliehen habe. Mittlerweile sind wir übrigens bei so knapp 15 Stunden Arbeit und die Woche ist praktisch schon so gut wie um. Auf dem Weg zur Arbeit war ich übrigens am nächsten Tag im Baumarkt und habe ein paar Farben für das Schild gekauft. Glücklicherweise hatte ich ja schon etwas Erfahrung, was Sprayen mit Farbe angeht. Vielleicht könnt ihr euch ja an das eine Video erinnern, in dem wir das Schwert gebastelt haben. Da haben wir ähnliche Farbe benutzt. Ich habe gebetet, dass Farben vielleicht noch irgendwas retten, aber so wirklich umwerfend sind die Einzelteile dadurch jetzt nicht wirklich geworden. Das Einzige, was mich wirklich selbst überrascht hat, war das Triforce. Nach der ganzen Odyssee waren alle Teile übrigens trotz allen Korrekturen immer noch so ungerade, dass ich sie mit einem Lötkolben aneinander bringen musste. Und auch das habe ich mir weitaus einfacher vorgestellt. Das war nämlich gegen Ende auch nochmal ein ziemlicher Kampf. Also dann, hier ist nach über 20 Stunden Arbeit mein 3D gezeichnetes Hylia-Schild. Ist das Endergebnis absolut überragend geworden? Nein, und ich bin der Erste, der das zugibt. Aber irgendwie finde ich es absolut faszinierend, dass dieses Schild von Grund auf nur mit einem Stift gemacht wurde. Nichts hiervon ist irgendwie vorgefertigt, all das ist aus einem einzigen Stift gekommen und das ist irgendwie voll der geile Gedanke. Wisst ihr was? Ich hätte Bock, sowas nochmal zu machen. Ich habe zwei Motive im Kopf, bei denen ich denke, dass sie bestimmt echt geil aussehen könnten. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe für dieses Video nicht nur über eine Woche gearbeitet, sondern auch gut über 100 Euro ausgegeben. Bitte sei also so lieb und gib dem Video doch einfach einen Daumen hoch, wenn du die Arbeit hier wertschätzt. Ich weiß, Like-Bettelei hin oder her, aber so wird das Video vielleicht mehr Leuten vorgeschlagen und ich kann das Geld mit Werbeeinnahmen vielleicht nach ein paar Monaten wieder reinholen. Patreon habe ich zwar auch, aber das ist voll und ganz freiwillig. Ich würde euch an dem Punkt auch gerne fragen, ob euch die Version ohne Farbe besser gefallen hat. Ich finde nämlich, mit Farbe sieht das Schild irgendwie so quietschbunt aus, findet ihr nicht? Schreibt also gerne mit Farbe oder ohne Farbe, was wäre besser? Dann weiß ich nämlich schon mal, ob ich mir für meinen nächsten Versuch mehr Farbe kaufen muss oder ob ich das gleich lassen kann. Also, falls es überhaupt einen nächsten Versuch gibt. Und noch kurz, falls ihr euch fragt, wo mein Fehler lag, meine Vermutung ist, dass das Material zu schwer zu erhitzen war. Mit anderem Material ist das Ergebnis etwas glatter geworden, aber vielleicht ist das auch nur meine Einbildung. Keine Ahnung. Übrigens natürlich danke an euch, falls ihr mich bereits auf Patreon unterstützt. Genau für sowas wie heute kann ich dieses Geld nämlich echt gut gebrauchen. Obwohl sich da auch irgendwo die Frage stellt, ob es das Geld jetzt überhaupt wert war. Aber die Frage beantworten wir vielleicht ein andermal. Ich möchte dir auf jeden Fall mal danke sagen, dass du bis zum Ende geschaut hast, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Mein Name ist Marcel und man sieht sich einfach dann zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Auf Wiedersehen, bis dann.